So, einmal kaputt machen. Obwohl, Farbe ist eigentlich wurscht. Wir haben so viel Farbe im Überfluss. Habe ich gar nicht nötig. Bitte. Aber das habe ich nötig. Ich habe es voll nötig. Ich kämpfe nur, um meinen Hammer zu erweitern. Das ist der einzige Grund. Wenn ich das Maximum haben sollte, dann brauche ich nie wieder kämpfen. Und bin ich nämlich episch. Episch, episch. So, ich werde dich vom Himmel pusten. Mit meinem Schuh. Ja, exzellente Kämpfe. Ich meine, perfekte Kämpfe, atemberaubende Kämpfe, fantastische Kämpfe. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Oh, gib her den Scheiß. Parakupa! Hab schon mal überlegt, das habe ich ernsthaft überlegt, ob ich nicht einfach die ganzen Kämpfe rausschneiden soll. Nur, damit wir schneller vorankommen. Aber ich habe keinen Bock. Ich habe echt keinen Bock, dass er das so fertig machen zu müssen. Ernsthaft, da ist schon wieder einer in der Röhre. Sag mal, was willst du hier drin? Geh mal raus, geh mal kacken, Junge. Oh, das ist ein abgeranzter Schuh. Aber weißt du was, wir machen es einfach mal so. Ist er sowieso im Panzer versteckt, dann ist es sowieso Wurst. Exzellent, hat er mich vertrieben in meinen Panzer. Dass er mich nicht einfach angreift, ist irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie komisch. Aber die sind ja auch alle komisch hier. Ja. Abgeranzter Hammer, vielleicht? Ist das gut? Fliegt er da weg? Exzellent! Yes, er ist tot. Totenverderb über unsere Feinde. Perfekt. Ich hoffe, er musste leiden. Warum darf ich hier nirgendwo durch? Das ist so gemein. Ihr seid so gemein. Ihr seid voll die gemeinen Schwein. Was? Warum? Sag mir nicht. Boah, ist das scheiße! Boah, ist das ein Dreck! Ihr miesen Wichser! Ja, du mich auch. Da, boah, wie gemein ist das denn jetzt, ey? Ich musste den erst einkleistern. Boah. Mobbing. Das ist Mobbing auf hohem Niveau, möchte ich nur mal anmerken. Komm her! Damit du mir nicht gleich wieder auf den Piss gehst. Boah, aber das ist gemein, ey. Voll gemein, ey. Das Spiel macht mich einfach fertig, ey. Das macht mich einfach fertig. So fertig, dass ich ihn fertig machen muss. Ich hab doch nichts getan, außer jetzt zu stehen. Zu fliegen. Nur weil er dem König dient. Dem König der Koopa. Bowser. Yeah, Mann. Ich fänd's cool, nur mal so nebenbei. Ich weiß nicht, ob einer von euch, die hier zugucken, die alte Super Mario Bros. Super Show kennt. Da hieß Bowser ja noch König Koopa, war grün, hatte eine Krone auf. Ich fänd's cool. Wirklich, ich fänd's richtig geil, wenn als extra Charakter in einem Mario Kart König Koopa dabei wäre. Wir haben Katzen Peach, Tanuki Mario und so einen Rotz gehabt, das braucht wirklich keiner. Aber so König Koopa, das wäre echt cool. Mit einem Bowser, König Koopa und Knochen Bowser, das wäre irgendwie stylisch. Ich würde es übelst hart feiern. Härter, als ich jemals in der Hose werden könnte. So hart würde ich das feiern. Das wäre echt geil. Das wäre mal der DLC-Charakter, den ich. Da würde ich 10 Euro für bezahlen. Ich fände es ultra krass. Episch. Fett krass geil, Mann. Voll krass, Mann. Ich würde es. Oh, ich muss sie einfach einsammeln. Es tut mir leid. Ich würde es echt feiern. König Koopa als spielbarer Charakter, Mann, im Spiel. Das wäre geil. So einfach für den Retro-Flair. Wie er mir hinterher guckt. So, der unheimliche gelbe Toad uns etwa weiter so anstarren. Ja, da guckt so voll geknickt, ey. Ja, gut, komm. Hoho, gut gemacht, Mario. Ich bin der Arschtoad vom Nazi-Gipfel. Oh. Huhaha, kleiner Scherz.
Ich bin ein ganz normaler Toad. Tut mir leid, dass ich euch veralbert habe, aber ich muss mich abreagieren. Ich kaufe die teure Kraxler-Erlaubnis, schlepp mich hier hoch und nix. Aber immerhin habe ich so einen kleinen Farbstern gesehen. Aha. Und die Aussicht entschädigt einen für alles, muss ich schon sagen. Naja, ich sag mal tschö mit Ö. Mikes Computerecke hat das Spiel mitprogrammiert. Wahnsinn. Heißt das, es gibt keinen arischen Toad? Ich sehe rot, wir wurden veräppelt. Dem Toadwächter erzählen wir aber was, Mario. Nachdem wir uns den kleinen Farbstern geholt haben. Versteht sich. Ansehen. Deine Nase macht aus dem Pappaufsteller ein Kunstwerk, Mario. Wow, meine Nase, guck mal, meine Nase. Okay, er sagt immer dasselbe. Jetzt habe ich ein Thumbnail. Level geschafft. Ja, ja, mit dem Zaster. Ich bin so arm, ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Wie soll ich sonst Peach das neue Kleid bezahlen? Ganz knapp noch eingesammelt, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Warum brülle ich immer mit dem Scheiß? Ich weiß es so selber nicht. Aha. Das haben wir einfach eine Abkürzung gemacht. Das ist ja... Das Spiel verarscht mich auch, wo es nur geht. Speichervorgang, bitte. Ja, okay. Nazi-Gipfel. Kannst du mich mal am Nazi-Gipfel, ne? Sierra Levinson. Gehen wir mal rein in den Spaß hier. Ja, 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 in den Spaß hier. Nein. Obwohl ich jetzt hätte ich eigentlich nochmal in das andere Level müssen, um die Tür nochmal zu machen. Ich sollte ja erst einen Farbstein einsammeln. Guck mal da hinten, da hinten. Jetzt sagen wir diesem verlorenen Toadwächter mal ordentlich die Meinung. Ja, warte mal. Ich bin zwar gar nicht da, aber egal. Oh ja, dicker Farbklumpen. Klumpatsch, farbiger. Hallo, ich will doch nur, danke. Es ist ruhig hier. Was? Ich so... Das muss ich komplett einkleistern? Allein schaffen wir es nie, das alles einzufärben. Gehen wir. Halt's Maul, ey. Lass mich doch wenigstens ein bisschen voll wichsen. Okay, es frisst echt viel Farbe. Nein, ich meine es ernst. Du wirst es niemals schaffen, alles allein einzufärben. Damit vertust du nur deine Zeit. Ja, ist gut. Das kann ich immer noch selbst beurteilen. Nein, ich meine... Okay. Danke für deine ehrliche Meinung, aber darauf gebe ich einen feuchten Dreck. Okay, er sagt leider nicht noch mehr andere Sachen. Okay, dann quatsche ich mal mit dem. Willkommen am Feuerrosttor, Mario. Obwohl sowohl vom Feuer als auch vom Rost nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Nein, ich fürchte, dass es seiner markanten Farbgebung fast völlig beraubt wurde. Außerdem ist es abgeschlossen. Wie soll ich es denn jetzt nennen? Das Normaltor, das Farblostor, einfach irgendein Wort mit Tor zu kombinieren, gibt doch wenig Sinn. Wäre es mit dem, ja, mit dem das Blankotor. Es öffnet sich wohl erst, wenn wir es wieder eingefärbt haben. Da brauchen wir aber massig Farbe. Ich glaube nicht, dass selbst mein vollständiges Team das schaffen könnte. Das erinnert mich an etwas. Wir haben doch Teamtreffen. Ich muss los. Lieder Rettertoad Nummer 2 bereit zum Einsatz. Jetzt muss ich mich sofort bei meinem Anführer auf dem Papier an die Fahrt melden. Ja, verpiss dich. Hier braucht man wirklich eine ganze Menge Farbe. Wir alleine schaffen das nicht. Konzentrieren wir uns einfach mal um die Sache hier. Können wir uns später noch gewinnen. Ja, alles klar, machen wir doch glatt, mein kleiner fabianischer Freund. Zurück geht's. Jetzt gehen wir erstmal zu dem... Ja, Mann, sonst will ich da nicht reinlaufen. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Nazi-Gipfel. Und hauen dem Toad voll auf die Fresse. Speichervorgang, yeah, toll. Alle die da Toads haben sich... Ja, 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 interessiert mich gerade einen feuchten Dreck. Wir gehen erstmal da rein. Ich finde schön, dass wir mit den kleinen Erinnerungsbildern in den Sprechblasen immer wissen, okay, da müssen wir noch das und das machen. Jetzt haben wir diese verlorene Toad. Warum ist das noch nicht eingekleistert hier? Hab ich das übersehen? Kann gar nicht sein. Alter. Du hast es angelogen. Es gibt gar keinen weisen arischen Toad. Das ist alles nur ein Marketing-Gag, um Touris auf den Berg zu schicken. Hohoho. Muuu.
Momentchen mal. Den weisen Tod gibt's gar nicht? Ja, das muss ich erst sacken lassen. Wie, du dachtest etwa auch, dass er existiert? Na klar, das war so ziemlich alles, woran ich bisher geglaubt habe. Aber warum, weiß ich rückblickend auch nicht mehr so genau. Ich bin nämlich doof, müsst ihr wissen. Eigentlich weiß ich gar nichts mehr von der Zeit vor meinem Job hier. Nur noch, dass der Eigenbrötler mich hierher gebracht hat, als er mich einsam auf der Bergspitze vorfand. Und der war es auch, der behauptete, dass der weise arische Toad existiert. Meinst du, er hat das erfunden? Hallo? Ich habe nichts erfunden! Den arischen weisen Toad gibt es wirklich! Ich habe ihn selbst gesehen! Der Typ da selber ist es. Echt? Das Einzige, was wir da oben gefunden haben, war ein alberner Pappaufsteller vom letzten Fasching. Hört mal, nichts gegen Pappaufsteller. Kinder lieben die Dinger. Ich habe den weisen arischen Toad lang nicht mehr gesehen, aber früher hat er da oben Tag ein, Tag aus meditiert. Das musst du mir glauben. Wenn die Runde macht, dass ich den Typ nur erfunden hätte, bin ich bankrott. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht erzählen ja beide irgendwie die Wahrheit, Mario. Ich lüge nicht bei meinen Sporen. Wir sollten die Sache ruhen lassen, bis der weise arische Toad gefunden ist. Was bloß mit dem weisen arischen Toad geschehen ist, meine Erinnerung ist wie ein leeres Blatt, alles weg. Meine Fresse, ey. Heureka, jetzt fällt's mir wieder ein. Die fehlende Farbe auf dem Kopf hat meine grauen Zellen beeinträchtigt. Bist du auch tot? Ich bin ein auserwählter Tod, einer der Mächtigen, gesegnet mit unsäglichen Kräften. Ich meditiere auf dem Gipfel, um zu begreifen, was meine Bestimmung sei. Du hast da oben meditiert? Ja, aber das bedeutet ja... Bam, bam, bam! Du bist ja blöd, Mann. So nennt man mich wohl. Fabelhaft! Es gibt den weisen Tod also wirklich. Aber du hast dein Gedächtnis verloren, stimmt's? Hast du überhaupt noch die Kraft der auserwählten Toads? Oha, ausgezeichnete Frage. Ich probiere das mal kurz aus. Was? Seht her, die Macht der Auserwählten! Ich verstehe. Was? Zur Hölle. Normalerweise dürfen die auserwählten Toads ja ihre Kräfte nicht für Akte der Zerstörung missbrauchen. Aber wenn jemand einfach so die Farbe von meinem Kopf absaugt, darf das wohl erlaubt sein. Die müssen an mir geschlürft haben. Als ich meditiert habe, da kriege ich nichts um mich drumrum mit. Alter. Faszinierend, dass Meditieren aber auch so ein Gefahrenrisiko birgt. Weißt du übrigens irgendwas über die großen Farbsterne? Wir suchen sie überall. Die Welt ist weit, mein junger Freund, und ich bin nur ein kleiner Toad. Kein Farbstern sich mir darbot. Doch ist das Los jener, die auserwählt, zu helfen denen in der Not. Unsere Wege kreuzen sich nicht einfach so. Irgendwie muss ich dir helfen können. Und die auserwählten Toads haben ja oft so eine Schlüsselfunktion, sieht man uns schon am Schopf an. Vielleicht kann ich dir irgendwo ein Tor zum Glück öffnen. Spirituell genug bin ich ja. Nö, wird wohl doch nur irgendein Tor sein, das ich dir öffnen kann. Aber ist ja auch schon mal was. Der mit seinen komischen weißen Augen, ne? Ich düse mal los, wir treffen uns am Kamensin-Turm, Kumpel. Ach sowas, jetzt muss ich einen neuen Toadwächter finden. Bis dahin muss ich das wohl machen und das, wo ich schon lange in Pension bin. Danke auch, weiser Toad. Wer guckt? Willkommen am Nazi-Gipfel, dem frühen Heim des weißen Toads, der mich nicht in Rente lässt. Pff. Danke, dass du bereitwillig einfach aufmachst. Wer da die ganze Zeit guckt, ey, total schockiert. Alles klar, jetzt müssen wir eigentlich die Tür wieder machen können. Du kannst mich mal. Oh, ich nehme es einfach mal mit. Danke, meins. Wir gehen jetzt einfach mal stumpf durch. Ich möchte nämlich gucken...
Tropfe. Lass mich in Ruhe. Honk. So, her damit. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe, Mann. Das kann ich gut gebrauchen. Nein! Das habe ich nicht kommen sehen. So, einmal durch, einmal drunter und nach oben. Und da wird man dich loben. Yeah. Die Gang kann man nicht einfärben, okay. Nein! Will ich ihn in Ruhe lassen? Blöd, mein Ei. Oh, Dankeschön. Kein Kamek, sehr gut. Er weiß, was ich gehört, der Wichser. Yeah. Nach dem Gelben. Yeah! Rein in die gute Stube. Was haben wir jetzt? Farbkammer, färbe vor Ablauf der Zeit so viele unsichtbare Gegenstände wie möglich ein. Ach du Scheiße, was? Okay, okay, okay. Es tut mir leid. Achso, das ist nichts! Nein! Geschafft, ja, ganz toll. Das ist ja doof, ey. Aufgedeckt, 13, neuer Rekord, hier, ganz toll. Bonus, 130 Münzen, nice. Wahoo! Ich hätte die Tür einfärben können. Oh. Hat man eben das gesehen, dass da alles war, oder? Ah, toll. Wieder alles putt. Es ist wieder alles putt gegangen. Jetzt einfach mal durch. Ins Ziel hinein. Wie man da einfach nicht hinkommt, das ärgert mich ein bisschen. Ich darf da nicht runterspringen, verdammt nochmal. Okay. Gehen wir es an. Nein! Halleluja. Woo! Wir sind ohne Kämpfen durchgekommen. So, haben wir das auch geschafft. Dann können wir jetzt zum Karmesinturm gehen. Yeah, Mann. Die kleinen Wichsflecken, Klecksen hier sind am wichtigsten. Yeah! Und auf... bevor wir zum Turm gehen, gehen wir erstmal zu den lila Dorftrottelrettern. Haben wir denn jetzt eigentlich... 93, leck mich doch am Arsch. So, jetzt können wir erstmal hier weitermachen. Papironi-Pfad! Da-da-da-da-da! Ladebildschirm. 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 Dankeschön. Ja, einfach mal mitnehmen. Hallo! Den treffe ich aber auch nie beim ersten Schlag. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und flupp. Einfach mal mitnehmen, wir brauchen ein paar Sprünge und ich habe keinen Bock, hier einzukaufen. Ja, meins, meins, meins. Das müsste ich, glaube ich, schon kommen, ne? Es lädt lange. So, Scheiger ignorieren. Hi. Abzählen! Eins, zwei, drei! Die Lila Rettau sind nun vollständig und angetreten.
Naja, aber nur, weil Mario sie beim Abhängen erwischt hat. Stimmt. Dafür helfen wir ihm jetzt aber auch. Lila Rettetowns bereit machen zur Abstufung. Und los! Stopp! Stopp! Ah! Okay. Abstufung abgeschlossen. Mario, jetzt kommst du bestimmt die Wand hoch. Probier's mal. 1, 2, 3. Anführer! Ups, warte mal.